Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Alternative. Tja. Ich bin der Anfang. Ich bin das Ende. Eigentlich wollte ich sowieso sonst auch Rogue Company spielen. Aber es werden gerade Serverwartungen durchgeführt. Und da habe ich mir gedacht, steigen wir doch kurzzeitig mal auf Valorant um. Und ja, heute gibt es eine kleine Runde Valorant. Valorant, ja. So, ich habe ein bisschen gespielt, so privat. Hey Omen, finde ich gut, wenn Kerle stricken. Das ist süß. Das hilft mir, mich zu konzentrieren. Ach, was kümmert's dich? Okay, also diese Dialoge zwischendurch, die sind echt schön. So. Yeah, Valorant. Die gehen alle da oben hin, das ist... Tja, keine Ahnung. Aber ich habe hier meine Fähigkeit, mit der ich Rauch platzieren kann. Ich warte nur noch, bis die Runde anfängt. Und ja. Gut, ich habe mir das auch so vorgestellt, dass ich hier zumache und dann Vorsicht. Zu A rübergehe, okay. Gegner bei A gesichtet, Gegner bei A gesichtet. Schau mit A. Ein Gegner übrig. Spike in A. Ja, wow. Das. Eine gute erste Runde. Nichts gemacht und trotzdem gewonnen. Das sind immer die besten Runden. Ja. So, und jetzt gehen auf einmal alle zu A. Gut, dann gehe ich wieder zu B. Und platziere da hinten wieder meinen Rauch, nur zur Sicherheit. Ich meine, der Rauch, den ich hier von mir gebe, der macht zwar nichts. Aber er schüchtert ein. Denke ich, also würde ich so. Sagen. So, wenn sie jetzt von da vom Fenster kommen, habe ich sie, aber da sind sie nicht. Platziert. Oh. Hier war einer. Da hinten habe ich auch was gehört, aber egal. Jetzt habe ich schon ein bisschen Schaden bekommen. Oh nein. Gegner bei A gesichtet. Nein. Ah, gut, das ist. Die Runde ist vorüber. Schade. Jagt sie weiter. Ihre Sage kann sie nicht alle beschützen. Schade. Gut, dann hole ich mir nochmal Panzer und Paranoia. Mit Paranoia im Übrigen kann ich so in einem begrenzten Bereich so. Ja, auch so eine Kugel vorschicken und die blendet dann Gegner für kurze Zeit. Ja. Vorsicht!
stehle die Sicht. Genau hier. Was ist denn das? Keine Ladung. Die Schatten bewegen sich. Noch 30 Sekunden. Letzter lebender Verbündeter. Ja, gut. Ich war schon angeschlagen. Niemand ist ein Held, wenn er nach Luft japst. Kriege ich ein bisschen Beute? Ach ja. Wenn man stirbt, dann verschwindet alles, was man vorher hatte. Und ach, das ist hier keine allzu gute Auswahl. Ich bin überall. Relativ gesehen. Deckung unterwegs. Ja. Ah, nein. Nicht schon wieder. Nur, dass ihr es wisst, man läuft automatisch, wenn ich eine bestimmte Taste drücke, gehe ich. Also, ich... Ich bewege mich leise fort. Spike platziert. Letzter lebender Verbündeter. Ein Gegner übrig. Ach, das war die letzte. Tja, das ist hier übrigens. Mal, keine Zeit für Pausen. Die Bombe in dem Spiegel, so sah sie aus. Aber ja, da konnte ich jetzt nicht entschärfen. Das wär nicht möglich gewesen. Ich meine. Alle zu einem Punkt, das geht nicht. Okay. Ja gut, der Kollege geht zu B. Okay, nach rechts. Oh nein, genau dann war da einer. Genau dann war da natürlich einer bei... Letzter lebender Verbündeter. Ach, kommt schon. Das sind keine guten Runden, da kann man vieles besser machen. Gut, die sind bisher immer zu A gegangen, dann gehe ich jetzt auch mal zu A. Also, die Gegner. Die Löcher müssen wir stopfen, Leute. Spike in A. Erwischt. Ein Gegner übrig. Sorry,
werdet meine Verbündeten nicht töten. Hoppsala, was war denn das? Eine Ultkugel, die brauche ich eigentlich. Na gut, eigentlich nicht, weil ich schon voll bin, aber gut. Noch 30 Sekunden. Also. Ein Gegner übrig. Spike in A. Okay, und die ist bei A. Und das war's. Wundervoll. Ich bin ganz zappelig. Wundervoll. Und da sind wir nur noch zu viert. Oh, wow. Ja, yeah, das kann auch hin und wieder passieren, dass Spieler Disconnects haben. Das gibt's ja in jedem Spiel, so gesehen. Hier kommt's nur leider immer häufiger mal vor. So, und jetzt zeige ich euch meine Ultimativkarte. Der kann nämlich irgendwohin an irgendeinem Punkt auf der Map. Porten. Aus dem Weg! Ach, komm schon. Komm schon, los! Jemand ist bei A. Letzter lebender Verbündeter. Spike platziert. Und jetzt muss ich mich konzentrieren. Also. Gut, das tut. Und dann rein da. Weh? Krieg ich ein bisschen Beute? Das bringt mir nichts. Okay. Ah ja, er ach komm. Wenn alle zu A gehen, gehe ich halt auch zu A. Und hey, wir sind wieder zu fünft. Sehr schön. Aber was ich trotzdem mache, ist hier. Die Schatten bewegen sich. Vorsicht! Jemand ist bei A. Wir sind Gegner bei A. Die sind genau hier. Ah, oh, und die Waffe ist Schmutz. Sie sind tot. Letzter lebender Verbündeter. Und die hat nur die Pistole. Ah. Schade. Schade, schade. Wir sind hier, weil wir die Besten sind. Vergesst das bloß nicht. Guardian. Die Guardian finde ich echt schick. Die ist so irgendwie so wie eine DMR. Also hat so gute, also ist ziemlich akkurat. Schießt nur langsam. Aber dafür machen die Schüsse ordentlich Damage. Ordentlich Damage. So. Klappe zu, Waffe tot. Dann Smoke in den Gang. Gegner bei A gesichtet. Und die Ultkugel für mich. Oh nein.
Yo! Durch den Drecksnebel durch. Und da hat sie gewartet. Toxinschirm inaktiv. Ein Gegner übrig. Wow. Spike in A. Ja, das sind so die. Fühlt sich an, als würden wir das schon ewig machen, oder? Was ihr gerade gesehen habt, das war ein Waffenskin. Von denen gibt's ganz interessante. Ja. Und ich mach wieder was. Passt auf. So, 3, 2, 1, 0. Los geht's. Da fängt's an. Gleich. Oh shit. Die Karte abgebrochen. Vorsichtig. Oh. Okay. I see. Oh, verdammt. Ich weiß genau, wo ihr seid. Stille die Sicht. Ein Gegner übrig. Spike in A. Und das war's. Ja. Es gibt auch noch so Sprays. So. Ah, habe ich irgendeine Spielmechanik noch nicht genannt? Wenn ja, ist es wahrscheinlich irgendeine, die komplett unnötig ist. So, ich hole mir nochmal eine Ult-Kugel. Also die Ult sieht man vielleicht unten, muss man aufladen. Deckung unterwegs. Ah. Nicht gut. Okay. Spike platziert. Alles ab. Der ist drüben. Zu, Affe tot. 4. Süßer Tod. Letzter lebender Verbündeter. Okay, jetzt schnell. Ah, nein, das wird nichts mehr. Das schafft sie nicht mehr. Leider. Schade. Also. Letzte Runde in dieser Hälfte. Gib alles aus. Wir behalten nichts. Ja, wenn sie ihn davor erwischt hätte und dann sieht aber nice aus, wenn sie ihn vorher erwischt hätte und dann direkt entschärft hätte, vielleicht wäre es dann noch was geworden. Okay. Dann
würde ich eher dazu tendieren, zu E zu gehen. Ein Gegner übrig. Spike in A. Jetzt geht die Party ab! Oh. Okay. Da hat man gerade gesehen, von den Gegnern gerade geschrieben, das heißt, Seitenwechsel. Es ist schon eine sehr, sehr nette Community hier unterwegs. Also, wenn ein Spieler wirklich AFK ist und sich nicht mehr bewegt, ja gut, denn das Teil will ich nicht haben. Da schreiben die Teammates auch eigentlich fast immer AFK in den Chat, also dass man auch wirklich nicht hier ewig umgeht und sagt, hey, hier der Staub, der ist bunt. Fühlt sich für die Bombe verantwortlich, das ist interessant. Oh doch, jetzt. Hinten. Ja. Die kommen. Die kommen von da hinten. Ah, das ist natürlich hart. Letzter lebender Verbündeter. Und da hätte die von unserem Team jetzt natürlich eine Waffe, die schneller schießt, gut gebrauchen können. Deaktiviert. Hatte sie leider nicht. Ein Gegner übrig. Und das sollten wir haben. Knapp! Ja. Da komme ich ja fast ins Schwitzen. Die von den Gegnern hat zwar entschärft, aber. Das war erschreckend. Wenn die Bombe explodiert, explodiert sie. Hm. Also, wenn man sich hinhockt, dann sieht man vielleicht, dann zieht sich das Fadenkreuz etwas zusammen, also dann schießt man etwas akkurater. Ist jetzt nicht wirklich so ein großer Unterschied, aber man spürt es doch. Und das, deswegen, falls ich irgendwann einfach nur so runtergehe und so schieße, ist es, weil es eben ein bisschen akkurater ist. Das war sie, die ist da hinten. Oh nein, geh doch bitte planten. Die Schatten bewegen sich. Ah, sweet. Sie drin und sie hat mich. Oh, schicker Shotgun-Skin. Und das war's. Okay.
Wenn ich loslege, flitzen die alle weg und sind super leicht abzuschießen. Ja gut, den Spike mach, die Bombe, heißt ihn im Spiel Spike. Ja, den will ich nicht. Das ist alte Prozedere, ihr kennt das schon. Also ihr kennt das vielleicht schon. Von mir, ich will ungern bleiben. Ja gut. Spike bleibt hinten zurück, warum auch nicht? Irgendwie kommt es mir so vor, als ob fast niemand hier rumgeht. Unser Träger ist tot. Spike im Angreifer-Spawn. Ah, nicht gut. Oh, Schluss jetzt. Ich habe den Verbündeter. Wow. Oh, das war ein Schock. Gut, das ist jetzt. Inaktiv. Schafft sie nicht mehr. Das war's. Ja. Und die Gegner entschärfen. Okay. Vielleicht. Aber. Sie werden sterben. Voller Angst und ohne Hoffnung. Ich hatte gerade so eine Gedanke. Und zwar. Ich muss was in die Luft jagen. Habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ganz lustig sein. Könnte. Gib auf. Ich wollte schon sagen, triff doch endlich. Gut, low HP, ich gehe vor. Klappe zu, Affe tot. Oh, ne. Der hatte auch seine Ulti aktiv. Ein Gegner übrig. Der ist ja noch, ja. Also das hier, Viper scheint ganz gute Fähigkeiten zu haben. Könnte natürlich auch wieder ihre Ult gewesen sein, das weiß ich nicht. So gut kenne ich mich im Spiel noch nicht aus. So, und jetzt geht's anscheinend zu B. Oder auch nicht. Ist schwer zu sagen. Ich habe auf jeden Fall wieder meine Ulti aktiv. Das ist schön. Ich
Aussicht. Spike in B. Warte, bis ich sie blende, dann schlag zu. Okay. Oh nein. Bucky, Marsha. Was, ich habe wieder was vor. Und zwar habe ich hier die Marshall, das ist so, ja, ein etwas rarer Snipergewehr, könnte man sagen. Löscht sie aus. So, pass auf. Und hinten was. Sweet. Was hast du her damit? Und das war's. Oh, wie wundervoll. Oh, das ist gut. Ich habe die vollständige Vernichtung überlebt. Das für den. Sie werde ich auch überleben. Für den Kill hat sich's schon geholt. Und der hatte eine Phantom. Das ist eine sehr, sehr gute Waffe, vor allem auch eine leise Waffe. Und die hat einen schönen Anhänger und einen, ja, interessanten Skin. Gibt alles. Ist jetzt nicht mein favorisierter Skin, aber... geht so. Die Bombe unbewacht zu lassen ist auch nicht so klug, Freunde. Ja gut, was haben wir? Tja. Lauf doch nicht in die Explosion rein, Junge. Zeig mir, wo ich hin soll. Na gut. So, das ist natürlich gut, um ein bisschen Geld zu farmen. Und dann hab ich... Oh nein. Ja gut. Dann gehen wir halt zu B auf über die Seite. Und zwei platziert. Nice. Sie sind nur lästige Fliegen. Nice, nice, nice. So, und das passt. Lade nach. Das ist so auch, finde ich,
Ein gutes Loadout, was ich hier jetzt habe. Also einmal die Phantom, gut von den Gegnern. Hm. Und dann hier die Ghost. Klappe zu, Affe tot. So stilles Loadout. Aber ein tödliches. Zwei genau hier. Wir weisen einer wirklich oben. Ein Gegner übrig. Okay. Matchpunkt. Ach, seht mal. Sie sind verzweifelt. Matchpunkt. Wer hat den Spike? Unser Viper. Okay. Sehe ich. Sehe ich wirklich? Lade nach. Tja. Lade nach. Dann legen wir mal los. Geht doch nicht weg. Ein Gegner übrig. Geht mir aus dem Weg. Und das war's. Wundervoll. Angreifer gewinnen. Und das war der Sieg. Oh, wie schön. So, ohui. Zeit. Ja, Freunde. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat. Ja, natürlich bin ich nicht MVP. Aber wenn es euch gefallen hat, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Also beim nächsten Mal dann hoffentlich auch wieder zu Rogue Company. Also ich hoffe, dass die Serverwartungen nicht allzu lange dauern. Aber Serverwartungen sind etwas Gutes. Das sind gute Anzeichen dafür, dass wir bald, wenn nicht sogar in nächster Zeit, in Season 2 reinstarten. Und das ist gut. Tja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.